Was? Hi Schatz! Ich fange halt nochmal neu an. Ja, weil ich jetzt Hi Schatz gesagt habe. Und weil man den Hund schlabbern hört. Und irgendwie. Ein wunderschönes Hallo an euch da draußen. Ja, Freunde, ihr wolltet es, ihr sollt es bekommen. Tom fährt auf den Flohmarkt. Wir haben Samstag 9.30 Uhr. Der Flohmarkt macht um 10 Uhr auf. Und ja, das heißt, ich bin früh dran. Und schauen wir mal, was ich bekomme. Wonach ich suche, ja eigentlich nichts Spezielles. Alles, was in meine Sammlung reinpasst. Vielleicht auch die eine oder andere Figur, wenn sie es machen lassen, so als Deko. Macht sich dann gut in der Roomtour. Ja, und ansonsten hoffe ich, euch mit diesem Video mal wieder entertainen zu können. Ja, Freunde, am Flohmarkt angekommen und was mich da erwartet, eine kleine Enttäuschung, aber schaut selber. Naja, ihr habt es ja selber gesehen, genau drei Stände, nix. Ja, dafür bin ich jetzt 20 Kilometer gefahren, aber ist okay. Ja, was mache ich jetzt mit der Folge? Flohmarktfolge wäre jetzt zu übertrieben. Komm, packe mal noch Neuzugänge dran. Also. Ja, Freunde, Flohmarkt habt ihr ja selber gesehen, war nicht wirklich mega gut. Das ist so eines der Gründe, warum ich nicht so gern auf Flohmärkte gehe, weil, ja, drei Stände, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat sich aber trotzdem in der Woche noch ein bisschen was getan. Eigentlich hätte das Video noch früher kommen sollen, aber ja, zuerst der Zahnarzt, dann Schüttelfrost, dann Fieber, dann Magen-Darm-Grippe. Armes Hasilein. Kommt es halt eine Woche später raus. Ja, ich habe mit dem Re einen absolut genialen Deal gemacht. Also wahrscheinlich der Deal meines bisherigen Sammlerlebens. Also richtig Hammer. Dafür schon mal vorab ein Däumchen nach oben an dich, Re. Was ich sonst noch bekommen habe, seht ihr, wenn das Licht ausgeht. Oder so irgendwie. Neuzugang Nummer 1 ist die hier. Das Sega Mega Drive Classic Mini. Das Teil habe ich am Montag bekommen, also jetzt nicht diese Woche Montag, auch nicht letzte Woche, sondern vorletzte Woche Montag. Also sprich zwei Tage, bevor es eigentlich offiziell auf den Markt gekommen ist. Und was soll ich euch sagen? Ich habe in den zwei Tagen mit der Konsole rumgedadelt, als wie wenn es keinen Morgen mehr gibt. Das Teil ist absolut genial verarbeitet. Die Games sind super emuliert. Da stimmt wirklich alles. Und ich möchte eigentlich fast sagen, es ist somit die beste Retro-Mini-Classic-Gedöns-Konsole, die bisher auf den Markt gekommen ist. Also selbst das NES Classic Mini kommt hier nicht dahinter. Und ja, von dem Sony-Desaster brauchen wir da mal gar nicht von reden. Ja, Freunde, das, was ihr hier seht, ist der Aufbau für das nächste Video, nämlich alle meine Retro Classic Mini Konsolen plus alle Konsolen, die es auf dem Markt gibt, plus die noch erscheinen werden, in einem Video mit Kaufempfehlung und eben nicht Kaufempfehlung. Welche Konsole welchen Vorteil hat, welche Konsole welchen Nachteil hat, das gibt es im nächsten Video. Und ich muss los hier, sonst wird das irgendwie da. Weiter im Text. Nächster Neuzugang. Nächster Neuzugang ist eine Anleitung. Hat mir gefehlt. Ich bin nämlich gerade dran, Inventur zu machen über meine Sammlung. Und ich habe angefangen bei den NES-Titeln und habe festgestellt, das hat mir noch gefehlt zum Snake Rattle and Roll, zum Complete in Box sein. Und ja, 5 Euro gezahlt und nehme ich mit.
Ja, das nächste Game ist mir in der Schweiz untergekommen, nämlich beim GameStop. Normalerweise meide ich GameStop, aber in der Schweiz gibt es hier und dort mal ein gutes Angebot. Das Lane habe ich mitgekommen für 15 Franken, sind um die 13 Euro rum. Slain Back from Hell hat mich immer schon interessiert, ist ein recht interessantes Side-Scrolling, Schlag mich drauf Gedönsspiel und sollte sich jeder mal anschauen. Gameplay seht ihr ja, währenddem ich hier am Sprechen bin. Ja, Slain Back from Hell, 15 Franken. Nächste Game gab es auch beim GameStop in der Schweiz, nämlich The Last of Us. The Last of Us ist das Game, was mich zur PlayStation 3 gebracht hat. Absolut geniale Grafik vom Spiel her, von der Story her, hat es mich von Anfang bis zum Ende komplett mitgerissen. Ja, mir hat es seltsamerweise in der Sammlung gefehlt. Ich habe gedacht, ich hätte mein Game noch, was ich damals original gekauft habe, aber irgendwie ist das während dem Umzug abhanden gekommen. Ja, Inventur sei Dank, The Last of Us bei mir wieder in der Sammlung mit drin. Der nächste Neuzugang ist so typisch, was momentan auf eBay abgeht. Ich habe das Ganze bei eBay gekauft und derjenige hat es als Sofortkauf und als Gebot drin gehabt. Und ich habe ihm gesagt, komm, 45 Euro, kam dann zurück, nee, das Teil ist bedeutend Mehrwert, ist limitiert und hast du nicht gesehen und tralala. Und ja, schlussendlich habe ich es dann für 35 Euro bekommen. Er hat es mir dann zähneknirschend verkaufen müssen, hat dann zuerst gemeint, ja, dann würde ich wieder gerne die 45 Euro haben und habe gesagt, ich habe es gekauft für 35 Tacken und dafür hätte ich es gern. Ich spreche von The Messenger für die Nintendo Switch. Ich habe Seriennummer 1200 von 8500. Ja, The Messenger für die Nintendo Switch ist ein recht geniales Ninja, hau mich drauf Game, super Retro Atmosphäre, Spiel ist auch richtig gut gelungen und ja, Freunde, wer es noch irgendwie für 35 bis maximal 40 Euro schießen kann auf eBay, sofort mitnehmen. Das Ganze gibt es übrigens auch für die PlayStation 4. Das nächste Game habe ich bekommen bei eBay für 2 Euro. Ich habe gedacht, ich hätte das Game schon in meiner Sammlung, weil ich war mir eigentlich sicher, dass ich es durchgedadelt habe. Ja, beim Umzug ist so einiges weggekommen. Auch mein Crysis 3 in der Hunter Edition. Das Coole hier dran ist, die ganzen Codes sind noch nicht eingelöst worden. Auch diese drei Top Games für iPhone, iPad und iPod Touch sind noch hier mit dabei gewesen. Ja, Crysis 3 ist mein absolutes Lieblingsgame. Das Setting ist nicht so sehr cool gewesen. Da war doch Crysis 1 besser auf dieser Insel. Und was aber cool ist, das ist dieser Hunterbogen, den es dort gegeben hat. Und ja, wie gesagt, Crysis 3, die ganze Crysis-Serie, für mich wirklich eines der besten Game-Serien überhaupt. Schade, dass es die Firma Crytek nie mehr geschafft hat, solche geilen Titel zu produzieren. Aber schauen wir mal, vielleicht gibt es da noch das ein oder andere Game. Kommen wir zum letzten Deal und das ist der Deal, den ich mit dem Rhee gemacht habe. Wolfenstein von ihm. Ich habe genau das gezahlt, was er auch gezahlt hat und das Teil ist wie geleckt, da gibt es irgendwie nichts auszusetzen dran, Complete in Box, wie gesagt, zu dem Preis, den er gezahlt hat und ich muss sagen, er hätte das ganze Paket, was er mir hier gemacht hat, bedeutend teurer verkaufen können, aber wie gesagt, fair bleibt halt eben fair. Das zweite Game, was ich von ihm gekriegt habe, ist das Street Fighter Alpha 2. Das ist das hier. Dafür habe ich eigentlich nur den gängigen Modulpreis gezahlt. Ich habe nämlich hier für 50 Euro gezahlt.
Ist auch complete in Box, aber die Box ist halt ein bisschen ramponiert. Und auch dort, muss ich sagen, bei eBay ist so ein ähnliches Teil für 75 bis 80 Euro weggegangen. Ja, Freunde, das war's von mir für diese Woche. Ich hoffe, diese kleine, schnelle Pickup-Folge hat euch gefallen. Wenn dem so ist, gebt mir einen Daumen nach oben. Ein Abo wäre natürlich absolut der Hammer. Ja, was bleibt mir sonst so noch zu sagen, außer bleibt so, wie ihr seid. Ich bleib's auf jeden Fall. Wir sehen uns. Euer Tom.